Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es den perfekten Kopfbau für eine ganz bestimmte Tabakmarke, die auch einen ganz bestimmten Kopfbau braucht. Und zwar geht es heute um Tangiers. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß beim Video. So Freunde, wie gesagt, heute unser perfekter Kopfbau zum Tangiers. Und ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht lange rum, sondern wir gucken uns direkt mal an, wie das Ganze gebaut wird. So Leute, hier habe ich jetzt den Tangiers ausgepackt. Wir haben den Cane Mint in der Noir Line. Es gibt auch noch ein paar andere Lines. Die Noir Line erkennt ihr an dem gelben Etikett. Ist übrigens auch immer handgeschrieben hier, finde ich immer sehr, sehr geil. Es ist auch komplett handgemacht in den USA, in Kalifornien, wie gesagt. Es gibt noch andere Lines, es gibt noch die grüne, die lilane, die Burley Line, die hat nochmal mehr Nikotin als die hier. Die grüne braucht angeblich ein bisschen weniger Hitze, was dann noch der Unterschied ist, weiß ich gar nicht. Steht jetzt zum Beispiel auch nicht bei Hooker schon auf der Webseite. Und dann gibt es nochmal die lila, also die Burley Line, nur Burley Tabak mit Koffein im Tabak. Und da steht auf der Produktseite zum Beispiel nur dabei, du musst wirklich wissen, was du tust. Ich habe die schon geraucht, das ist auf jeden Fall sehr geil. Ich weiß nicht, ob das Placebo war, dass ich dadurch wacher wurde, ob man wirklich wacher wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dadurch wirklich wacher wird, weil irgendwie nimmt man bestimmt auch Koffein über die Lunge auf. Auf jeden Fall haben wir hier die Noir Line und ihr seht, wie gesagt, den Schnitt und die Feuchtigkeit vom Tangiers, das ist wirklich krass. Ihr habt einen sehr, sehr feinen Schnitt. Molasse ist super aufgenommen. Und er ist sehr, sehr flockig und losgelöst voneinander. Also es ist nicht klebrig oder sowas. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Und ich sage immer, das hier ist das wahre schwarze Gold. So, wie baut man Tangiers? Auf der Verpackung steht schon eine Anleitung dabei. Und der wichtigste Punkt, den man da wegnehmen sollte, ist, der Tabak muss gut gepresst werden. So, wenn man Tabak gut presst, passiert vor allem eins beim Kopfbau. Man braucht extrem viel Tabak. Deswegen schnappen wir uns folgenden Kopf. So, wir nehmen den Hooker John 80 Feet. Man könnte auch den 80 Feet 80 nehmen, der ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil das Tabakdepot noch kleiner ist. Ich habe aber zum Glück einen 80 Feet erwischt, dessen Tabakdepot sowieso jetzt nicht riesig ist. Deswegen tut es da nicht zu sehr weh mit dem Tangiers. So, wir nehmen uns den Tabak nebendran. Ich benutze hier immer so eine kleine Gabel. Und dann machen wir das folgendermaßen. Ich komme da immer so nah ran. Ich schnappe mir immer den Tabak und streiche den erstmal hier so rein und baue den da erstmal locker, flockig, rundrum rein. Ja? Ich mache mir jetzt noch keine zu großen Sorgen über die Verteilung. Ich lege das ab und zu ein bisschen zurecht, aber das war es dann auch schon. Vielleicht noch ein paar Worte zu der Technik generell. Die habe ich mir nicht ausgedacht. Die kommt von dem lieben Arby's. Das ist einer der Tangiers-Jünger, würde ich sagen, schon seit Jahren. Ich glaube, der ist auch mittlerweile ein ganz guter Freund bzw. Bekannter vom Eric, dem Chef von Tangiers. Und der hat diese Bautechnik begründet, deswegen nennt es sich auch die Arby's-Technik. Und er hat eben dafür gesorgt, dass das Ganze hier schön populär wurde. So, ihr seht schon, ich packe das Ganze da echt ordentlich rein. Also da muss viel Tabak drauf, denn danach kommt erst der wichtigste Schritt. Ich verteile das jetzt nochmal ein kleines bisschen hier. So, jetzt kommt der wichtigste Schritt. Wenn ihr das so halbwegs gebaut habt, ja, und das hier so halbwegs verteilt im Kopf habt, ich versuche euch das nochmal hier gescheit zu zeigen. Ja, wenn ihr das dann hier oben auf den Kopf gelegt habt und einfach hier so gnadenlos drüber geballert habt, dann kommt der wichtigste Punkt. Ihr nehmt eure Hand und ballert den Tabak einfach hier rein. Ja, also ihr klatscht wirklich einfach auf den Kopf. Ja, ihr seht schon, meine Hand vollkommen zugesifft, aber ihr seht, der Tabak wird ordentlich im Kopf komprimiert. Ich rede am besten nicht, wenn ich da drauf klatsche. Also ich klatsche jetzt einfach nochmal ein paar Mal drauf, drehe den Kopf dabei so ein bisschen in der Hand und klatsche einfach aus verschiedenen Winkeln und mit verschiedenen Handformen. Also manchmal biege ich meine Hand mehr nach außen, manchmal nicht. Klatsche ich den Tabak wirklich da rein, sodass der dann später im Kopf richtig schön komprimiert ist. So,
Danach mache ich immer nochmal hier mit dem Daumen ein bisschen das Loch frei, damit da dann nicht der Tabak reinfällt. Drück den nochmal an. Guck mir das Ganze nochmal an, ob noch irgendwo was absteht oder ob da alles gut ist. Das sieht in dem Fall ziemlich gut aus. Dann versuche ich eine saubere Stelle an meinen Händen zu finden und streiche noch so mal ein bisschen hier den Rand ab, weil da bleibt nämlich auch immer einiges hängen, wie ihr seht. Und was ich retten kann vom Tangis, versuche ich auch auf jeden Fall zu retten. Denn 250 Gramm, wenn man in Deutschland rankommt, kosten meistens so, ich sag mal, also ein richtig kranker Preis wären 35 Euro. Meistens werdet ihr eher so Richtung 45 Euro ausgeben, inklusive Versand. Deswegen alles behalten, was zu behalten ist. Aber so sollte dann der Kopf gebaut sein. Als nächstes machen wir mal den Tisch sauber und dann machen wir die Alufolie drüber. So, als nächstes schnappen wir uns die Alufolie, legen die wie immer erstmal vorher dran, spannen das Ganze vor, gehen einmal rundrum. Ja, also ich versuche jetzt nur schon mal hier die Form halbwegs grob anzupassen, so dass die Alu auch halbwegs hält. Dann schnappen wir uns unseren Lieblingsstecher. Ich nehme am liebsten den von Werkbund, weil mit dem könnt ihr richtig schön einstellen, wie dick ihr die Löcher haben wollt. Ne? Wenn ihr nur bis hier reingeht, habt ihr minimale Löcher. Wenn ihr bis hier reingeht, werden sie ein bisschen größer. Ihr versteht schon das Prinzip. Tangis loche ich so, dass ich am liebsten große Löcher habe. Das heißt, ich steche jetzt hier so weit rein, wie ich nur kann. Und mache erstmal die erste Reihe. Und ja, man trägt ein bisschen Tabak mit nach oben. Ich steche übrigens auch wirklich komplett rein. Ja? Also so weit, wie es geht, stecke ich hier den Stecher rein. Und gehe dann einmal rundherum, bis ich die komplette erste Reihe habe. Mache dann die zweite. Und man kann auch, wenn man möchte, eins in die Mitte machen, weil Tangis kann ja relativ stark sein. Die offizielle Lochung für Tangis machen die zum Beispiel auch relativ oft einfach eine Komplettlochung. Man kann ihn aber auch mit zwei Löcher rein rauchen. Funktioniert beides super, macht keinen riesengroßen Unterschied. Hauptsache ihr stecht komplett rein. Diese Luftkanäle, die ihr durch das Reinstechen da drin erzeugt, scheinen wohl relativ wichtig zu sein. Läuft auf jeden Fall immer ganz gut so. Gerade das mit dem Reindrücken mit den Händen, das sieht ziemlich banal aus, aber es funktioniert wirklich einfach gut. Natürlich könnt ihr dasselbe Ergebnis auch mit einer Zange oder mit einer Gabel oder sowas erreichen, aber keine Ahnung. Ich baue mein Changes einfach sehr, sehr gerne nach dieser Abis-Technik und es hat mich bis jetzt auch noch nie enttäuscht. So, dann spannen wir die Alufolie einfach weiter. Ist jetzt nicht absolut perfekt, aber sollte auf jeden Fall gut halten. Für die, die sich fragen, wir benutzen eine Lage Panzer-Alu. Ich mag es nicht, normale Haushalts-Alu zu benutzen. Die vier Lagen, wo dann auch immer noch ein bisschen Luft dazwischen ist, da kann man einfach zu schnell das Pfannenloch anziehen, mag ich nicht. Deswegen benutze ich lieber hier eine Lage von der Panzer-Alu. So, wenn ihr das habt, könntet ihr auch, wenn ihr möchtet, hier direkt die Kohle drauflegen. Ich benutze lieber noch ein Kaminsieb, sodass ich dann, wenn ich die Kohle draufpacke, eben viel mehr die Möglichkeit habe, damit zu spielen. Ich rauche den Tangis übrigens mit vier Kohlen, die ich dann so platzieren würde. Je nachdem, wie dense ihr das Ganze baut, könnte es auch sein, dass mit vier Kohlen es zwischendrin ein bisschen zu heiß wird. Dann nehmt ihr einfach nochmal eine runter und dann raucht ihr mit drei weiter. Und wenn ihr dann wieder mehr Hitze braucht, packt ihr eben die vierte wieder mit drauf. Wie man das auch schon von den ganzen Sumo-Strong-Sorten gewohnt ist. Aber ich würde sagen, die Dinger hier müssen noch angemacht werden und dann sehen wir uns beim Rauchen wieder. Den Kopfbau habt ihr jetzt gerade gesehen. Ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass ihr den gut anpresst. Also nicht zu fluffig bauen. Es ist ein sehr, sehr starker Tabak. Es ist ein schwarzer Tabak. Von daher auf jeden Fall schön andrücken, damit er halt nicht so krass ist, dass er auf jeden Fall gut rauchbar ist. Und ich meine, wie ihr gerade schon seht, rauchbar ist er auf jeden Fall. Wir können locker fluffig dran ziehen und das macht einfach keinerlei Sachen, von wegen er drückt oder wäre zu stark. Er ist genau on point. Von daher auf jeden Fall gut gebaut. Natürlich ist auch die Noir Line von Tangis, die ja für Tangis noch die am wenigsten stärkste Sorte ist, mit am wenigsten Tabak, was Tangis angeht, trotzdem ziemlich stark. Ich würde auch sagen, wenn ihr komplette Anfänger seid, es wird sich für euch wahrscheinlich nicht lohnen, den Tangis zu holen. Der wird wahrscheinlich ein bisschen zu stark für euch sein. Geschmacklich ist Tangis einfach so eine ganz eigene Geschichte. Ja? Viele haben versucht, das zu kopieren oder nachzumachen. Und die meisten sind dran gescheitert. Es gibt für mich nichts, was irgendwie ähnlich ist oder auch nur annähernd so gut ist. Tangis ist da einfach ganz eigen, egal welche Linie das jetzt ist. Ich habe auch schon die Burley und die F-Line probiert. Bei der Burley Line muss ich sagen, die ist nochmal eine ganze Note stärker als die Noir Line. Also man merkt definitiv einen Unterschied. Von der Stärke her ist die F-Line dann genauso, nur dass eben noch Koffein am Start ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das mit dem Koffein Placebo ist. Ich habe mich auf jeden Fall wacher gefühlt. Ist ein ganz nettes Gimmick, ob es jetzt Placebo ist oder nicht. Im Endeffekt habe ich mich wohl gefühlt beim Rauchen und mich auch wach gefühlt. Von daher war das auf jeden Fall gut so.
achtet wirklich, dass ihr den so baut, weil Freunde von uns haben sich den Tabak auch gekauft und dann haben die den einfach locker fluffig im KS-Apo gebaut. Nach 20 Minuten haben sie dann wirklich aufgegeben, weil er doch viel zu stark war und sie den absolut nicht rauchen konnten. Von daher auf jeden Fall einfach ein bisschen darauf achten, wie ihr den baut, und dann sollte er locker und wirklich laufen. Genau aus dem Grund kommt eben auch heute der perfekte Kopfbau zum Tangis. Denn wenn man das Ganze dann richtig baut und den Kopfbau erstmal raus hat, läuft das einfach super und ist einfach unglaublich rewarding. Er schmeckt super genial. Zudem Kane Mint wird jetzt auch gleich noch ein Review folgen auf dem Channel. Also wenn ihr wissen wollt, wie das wird, gerne ein Abo da lassen. Ansonsten lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns hoffentlich im Review zum Kane Mint wieder. Bis dann, macht's gut, eure Shisha WG. Ciao.